Hallo zusammen. Hallo. Herzlich willkommen in der Summer Edition von Totally Human. Wir werden gleich erklären, was das auf sich hat. Aber bevor wir beginnen, wollten wir einfach ein bisschen erzählen, was wir in letzter Zeit so gemacht und erlebt haben. Lea und ich sind nämlich seit 6 Wochen zugange mit 19 wunderbaren Frauen und einen besonderen Mann in unserem Totally Human 6-wöchigen Online-Kurs oder Online-Programm. Und gestern hatten wir unser Abschlusswebinar. Deswegen war es ein bisschen still um uns. Wir haben die ganzen Inhalte für das Programm entwickelt und all die Webinare gehalten, all die Fragen beantwortet. Also wirklich so ein Jungfernfahrt für dieses Programm. Und ja, gestern war ein sehr berührender Abend. Wir haben viele Tränen gegossen, vor lauter Freude und Dankbarkeit über das neue Bewusstsein und die neue Lebensfreude der Teilnehmer. Und wir freuen uns auch zurück zu sein mit ein paar neuen Videos. Und es geht jetzt gleich um die Totally Human Summer Edition. Und Lea wird uns erklären, was das ist. Genau, weil was Brigitte kann, können wir schon lange. Ich liebe diese Summer Edition Magazine, Zeitschriften mit Tipps und Tricks und Rätsel und Rezepten und einfach so Nichtstun, Hängematte, Gefühl und darin schmücken. Und doch so, oh, irgendeinen neuen Impuls kriegen, irgendeine Idee, um sich zu vertiefen. Und das möchten wir auch für dich. Wir werden über die nächsten paar Wochen einfach wöchentlich so einen Impuls, einen Sommerimpuls geben und du darfst in deine Hängematte dich zurücklegen und mit uns mitschaukeln. Und unser heutiger Impuls ist Sommer bzw. Ferien sind ein Zustand für uns mittlerweile. Und was wir damit meinen, das erzählen wir dir gleich. Shelia, Ferien ein Zustand. Was sagst du dazu? Also, was sage ich dazu? Als ich heute ein bisschen reflektiert habe darüber, wann habe ich gesehen, dass Ferien ein Zustand sind. Ich habe zurückgedacht an eine Zeit vor einigen Jahren. Ich war in der Coaching-Ausbildung in Venice Beach und habe dort mit 3 wunderbaren europäischen Frauen ein kleines Airbnb-Haus gemietet in eine schöne Nachbarschaft. Und wir sind alle von Europa rübergeflogen für diese 7 Tage. Und kennst du das, wenn du nach USA fliegst oder in die Richtung, in so eine Zeitzone, was vor uns liegt, dass du dort ankommst und dann wachst du auf um 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens und am nächsten Tag irgendwie so, je länger die Zeit voranschreitet, immer später, aber du bist immer noch sehr früh. Und unser Seminar fing immer um 10 Uhr an. Und wir hatten wie in diesen Stunden zwischen 5 Uhr morgens und 10 Uhr morgens sind wir aufgestanden, haben Tee gekocht, sind spazieren gegangen am Strand, haben geplaudert, haben Arbeiten gemacht, E-Mails beantwortet von Kunden aus Deutschland oder Kampagnen gemacht am Computer. Wirklich so ein ganzes Leben wie geführt, bevor überhaupt der Seminartag angefangen hat. Dann haben wir immer einen wunderschönen Seminartag gehabt und dann am Abend sind wir ausgegangen. Wir haben uns getroffen mit den anderen Teilnehmern. Und ich habe in diesen 7 Tagen vollkommen gestaunt, welcher Zeitwohlstand ich habe, wie lange die Tage wirkten, als hätte ich 3 Leben jeden Tag in einem Tag gehabt. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und hatte in der Woche drauf so ein Coaching mit meinem Coach. Und ich war wie in dem Gefühl, wow,
jetzt bin ich wieder da, jetzt fängt das, der Ernst des Lebens an, jetzt geht die Arbeit wieder los, jetzt ist dieses Feriengefühl weg. Und ich habe ein bisschen davon erzählt zu meinem Coach, einem Three-Piece-Coach, und sie hat sowas gesagt wie, ah, du glaubst, Ferien ist ein Ort. Du glaubst, Ferien ist eine Zeit, wo man frei hat und Dinge anders sind. Und sie hat mich in die Richtung gedeutet von, naja, wenn unsere Realität zu 100% aus unseren Gedanken entsteht, dann ist es doch möglich, dass Ferien immer möglich ist. Immer. Und ich bin daraus ein bisschen irritiert, aber sehr, sehr neugierig. Und habe begonnen zu beobachten, dass Ferien ein innerer Zustand in mir sind. Und über die Zeit danach ist wie dieses Feriengefühl immer mehr eingezickert in mein normales Leben, in mein Arbeitsleben. Wie ist es für dich, Lea? Als ich angestellt war früher, habe ich mich unglaublich auf die Sommerferien gefreut. Bücher im Überfluss, die Füße im Meer, ein feines Panini auf der rechten Seite, einen wunderbaren Drink auf der linken Seite. Und das war diese Vorstellung, die nur schon wunderbar war zu wissen. Und ich habe in Schulen gearbeitet, da ist immer ganz viel bis zum Ende. Und dann so diese Entspannung. Irgendwann habe ich gemerkt, dass manchmal konnte ich meine Füße im Meer spüren und es war dieser Moment. Und der erste Biss von Panini war nur wundervoll. Und andere Male hatte ich dieselben Füße im selben Meer und habe den Biss, den Geschmack, den Geruch nicht mal wahrgenommen. Weil ich war nicht da, sondern ich war in meinem Kopf noch bei Dingen oder schon wieder bei anderen Dingen. Und da wurde mir so das erste Mal bewusst, also ist es nicht das Meer, nicht das Panini und nicht die Sonne. Okay, spannend. Da ging so eine kleine Türe auf in die Richtung. Und die hat sich immer mehr und mehr geöffnet. Und ähnlich wie du es beschreibst, kann heute hier und jetzt ein Biss in ein wunderbares Sandwich diese Ruhe, Gelassenheit und Freude dieses Feriengefühl auslösen, weil ich einfach da bin. Nicht das Sandwich, aber im Moment sein mit diesem Sandwich. Und, und das hat ganz viel Druck weggenommen von hinzu. Wenn ich dann da bin, dann fühle ich mich so. Ja. Mehr zu, ich bin schon da und fühle mich einfach manchmal so oder so. Und das ist voll okay. Und dieses Erkennen hat den Raum für Feriengefühle größer und größer und größer und größer werden lassen. Das ist so der eine Teil. Und der zweite, eine Idee oder dieses Peace of Mind während Ferien, eben nicht an Arbeit zu denken, eben nicht an die nächste Sitzung. Das ist das, was wir uns wünschen. Und Peace of Mind
ist einfach auch, wenn wir aus unserem persönlichen Denken fallen. Ja. Und das können wir in jedem nächsten Moment. Auch du, egal ob deine Füße gerade im Wasser sind oder eingepfercht im Bus von der Arbeit nach Hause, wenn du den Kopf drehst und rausschaust und gerade dort da bist, wo du bist, dann siehst du Schönheit und spürst das, was gerade für dich in dem Moment an Erfahrung kommt. Ja. So. Ja, wenn du in einem Dauerferienzustand bist, sozusagen, berührt dich das Leben und die Kleinigkeiten des Lebens berühren dich sehr. Ja. Und wir sagen nicht, dass wir nicht wunderbare Orte entdecken wollen, dürfen, können, aber dass wir sie nicht brauchen, um da zu sein. Ja. So ist es. Wir freuen uns auf den Sommer mit dir und beim nächsten Mal gibt es einen nächsten Sommer und Special Impuls. Absolut, ich bin schon sehr gespannt. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.